Scheiße. Mann, 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 was für eine Scheiße. Findest du auch, Vati? Ist ja nur ein Spiel. Fick dich! Du wolltest mich hauen, ja? Vati, was ist denn los? Hast du eben heute schlecht geraucht heute Morgen mit deinem Meth oder so? Nee, aber das liegt daran, dass ich die ganze Rotze ja schon mal gemacht habe. Und jetzt muss ich da in diesen einen Sprung, da habe ich die verkacke ich die ganze Zeit. Das kotzt mich an. Das regt dich so krass auf gerade. Ja. Ziemlich. Und das mir ziemlich warm ist und meine Arme voll am Tisch festkleben gerade. Da hilft Klimaanlage. Oder Fenster auf. So warm ist es draußen ja jetzt nicht. Stimmt, draußen sind. Boah, das draußen geht voll klar. Vor allen Dingen. Nee, ist egal. Aber Bram hat das gemacht, ey. Das ist ja voll easy. Das ist auch easy. Mega easy einfach nur. Und Spaß, wer dafür lange braucht, ist echt ein richtiger Kacknob. Sagen, wer hier lange für braucht, der könnte auch bei der Weltmeisterschaft einfach mal Zweiter werden. Scheiße. Das war jetzt aber ärgerlich. Bei dir machst du. Ah. Dann geht mir am Sack. Oh oh. Das kann nicht wahr sein. Alter, wie noobig! Boah, nervt das jetzt gerade wieder hier. Oh mein Gott, leggy, leggy, leggy. Minimal. Oh, ich meine, die können auch alle Spaß. Ey, warum die Dinger lecken dadurch? Ah, okay, dann warte ich ja so lange, bis du fertig bist. Warte, da leckt doch gar nichts. Doch, bei mir leckt das. Du solltest auch mal deine neueste Java-Version installieren, weil die leckt halt immer. Alter Peter. Voll geil, das hat Hadi gewartet. Und deswegen bin ich einfach lustig. Wie ich's gemacht hab. Der Peter, der rennt gerade wie Messi. An der Messi, da stand ja nachher nur noch rum, weil er nicht mehr konnte. Okay, hat ja auch so gar nichts gesagt, weißt du. Ist voll. Alter, was ist denn los? Bin ich angepisst. Hab doch mal ein bisschen Spaß. Das gibt's doch nicht. Da bist du scheiße. Komm, mach das doch da. Kann ich ja nicht, weil der mit den Kühen da rumspielt. Ach so, ja, verstehe. Geht ja. Hadi. Ja. Dass ich immer wieder umdreht. War zu spät. Ja, komm, leck mich doch. Hey, wie sauer Hadi heute ist. Der hat voll schlechte Laune. Ich daran, dass ich heute versuche, meinen Jetlag zu überwinden und vorhin mega müde war. Das immer noch? What the fuck? Ich verstehe das überhaupt nicht, wie man da so lange. Haben wir denn eine Woche danach noch Jetlag haben? Ich habe letztes Mal schon eine Woche dafür gebraucht, bis ich das mal einigermaßen wieder hinter mir hatte. Echt? Bleib doch einfach mal eine Nacht komplett wach. Soll ich denn eine Nacht wach bleiben? Was macht das? Ja, hab ich auch gemacht. Also wir kamen aus USA wieder. Dann war ich bis 22 Uhr wach, bin morgens halt dann um 5 Uhr oder so wach geworden. War dann den ganzen Tag wach, war halt dann ein Trinken meiner Wohnungseinweihungsparty. Bin morgens um 6 Uhr dann nach Hause gefahren, bin dann 2 Stunden geschlafen, war dann den ganzen Tag wach, war dann im Bett und seitdem läuft das. Einfach mal feiern. Ich würde normal springen, Peter. Ich würde echt normal springen. Da würde ich nicht normal springen. Sehr gut. Wow, Hadi, wo bleibst du eigentlich? Ich habe meinen Jetlag. Wow. Hadi, zum Beispiel, du warst doch vor Tage um 7 Uhr morgens schon wach. Da hättest du einfach wach bleiben müssen. Ja, hätte ich auch. Oh, Hadi macht, hat er mit Doppelsprung gemacht. Das ist natürlich auch clever. Ich würde schon begrüßen, wenn ihr einfach mal in die Kommentare schreibt, was für eine Pussy Hartwig doch ist. Der freut sich. Hast du gerade darüber gesehen, wie der da runtergefallen ist? Ja, klar, ich hatte gesehen. Bei den Billo-Sprüngen.
habt, ihr könnt das. Gott, das, im schreibt Himmel, das einfach mal schön hier in die Videokommentare. Oder, pass auf, wir machen das so, ja? Wer alles meint, dass Hardy voll der Billo ist, der gibt einfach mal ein Däumchen nach oben, ja? Da geht's schneller. Müsst ihr nicht mal schreien, müsst ihr nur einmal sagen, klicken. Weil solche Spam-Kommentare hätte ich mir eh nicht durchgelesen. Ja, oder pass auf, damit wir Hardy richtig ein. Also die keinen Bock haben, die gehen mal ein Däumchen nach oben. Und die da meinen, boah, ich habe mal ein bisschen länger Zeit, und die schreiben auch nochmal, was sie denn von Hardy detailliert gerade so halten, wie Billo-mäßig der hier abjumpt, ja? Gerne unten rein, ja? Ich lese die dann auch. Und der nächste, komm, weißt du was? Jetzt setz ich noch einen drauf. In der nächsten Aufnahme-Session lese ich dann auch ein paar davon. Die geilsten lese ich dann vor. Ja, da bin ich aber gespannt, ob du das hinkriegst. Ja, das krieg ich hin. Ich will also, nichts das mehr ist dann nicht die nächste Aufnahme-Session, ehrlich gesagt, weil die ist ja schon Freitag. Ah ja, stimmt. Also, für euch gesehen, vergehen wohl ungefähr, ich sag mal so 14 Folgen wahrscheinlich. Plus minus ein bisschen. So, Hardy macht das jetzt aber. Der wird ja wohl nicht nochmal bei so einem Billo-Sprung runterfallen. Das kann ja gar nicht passieren, sowas. Oh Mann, das kann einfach nicht wahr sein. Okay, also ich möchte mein Angebot nochmal kurz abändern, ja. Ihr solltet die Sache heute Daumen hoch, ja, auf jeden Fall. Aber ihr solltet auf jeden Fall schreiben, ja. Also er hat sich anders verdient, ey. Wie schlecht, wie kann man da denn runterfallen? Also Hardy, was bei mir beim Jetlag geholfen hat, ist auf jeden Fall, wobei das kann man halt nur kurz nach der Reise machen. Warten, bis man normalerweise ins Bett geht, so lange wach bleiben und dann am nächsten Tag zur normalen Uhrzeit aufstehen. Und dann ist eigentlich alles vorbei gewesen. Wann bist du denn gestern ins Bett gegangen? Ich? Nee, Hardy. 3 Uhr. Halb vor, und wann bist du heute Morgen aufgestanden? 7:30. Jetzt, wie willst du denn so den Jetlag besiegen, wenn du dich müde machst? Was willst du denn machen, wenn du nicht pennen kannst oder nicht mehr pennen kannst morgens? Peter, ey, weißt du, das ist voll scheiß Frage von dir. Also zum Einschlafen zwingen kannst du dich auch nicht. Boah, echt mal, frag doch nicht so blöd, ey. Erstmal aggressiv jetzt werden bei so einer Frage. Gar nicht klar hier. Also du bist dann aufgewacht, du hast ja nicht absichtlich quasi... Nee, ich bin aufgewacht. Vorhin hieß es, du willst heute deinen Jetlag besiegen und bist deswegen extra früh aufgestanden. Nein, ich will den besiegen, indem ich jetzt mich nicht nochmal hinlegen werde nachher, weil ich einfach müde bin. Das ist vielleicht eine gute Idee. Ja, und dann... Das ist eh komisch irgendwie, wenn man dann 4 Stunden schläft und dann wach wird und 2 Stunden später schon wieder müde ist. Das ist ja total strange. So, Hardy macht das jetzt. Ich glaub nicht. Jawohl, Hardy. Alter. Ich komm nicht mehr klar auf mein Leben, Alter. Ganz schön scheiße, Alter. Oh, nee, ey, das kann nicht sein. Oh Gott, im Himmel. Oh Gott, im Himmel, Alter. Macht er den letzten Sprung, verkackt er dann? Ah. Oh mein Gott. Oh. Boah. Boah, Adi, ey, was ist da los bei dir, ey? Weiß ich nicht. Aber du sorgst für Freude zumindest. Ja, das freut mich, ja. Weil langsam, muss man auch sagen, wird peinlich. Ja. So, jetzt aber. Ich freue mich ein bisschen auf Destiny, falls das heute Abend funktioniert. Das hat mir echt gefallen in der Alpha. Ich hoffe, die Beta ist nicht genau nochmal das gleiche wie die Alpha, weil dann kostet ich auf die ab. Ladezeiten, die haben mir nicht gefallen. Die waren nämlich oh, du hast auch mitgespielt? Übel. Ja. Ey, haben wir gespielt. Ah, ihr habt bei dem Event gespielt. Stimmt, die Ladezeiten waren echt ein bisschen lang, ja, stimmt. Alter, jetzt kann ich schon gar nicht mehr darüber lachen. Alter, das kann nicht wahr sein, ey. Ja, okay, ich kann doch drüber lachen. Also, oh könntest du ein Tutorial machen, wie bin ich richtig scheiße? Das braucht er nicht machen, das kann er schon. Was ich dir tatsächlich mal sagen muss, ist das Schöne daran, oder in dem Fall für Peter ist, der die Aufnahme verbummelt hat, eigentlich war Peter der Schlechteste. Das stimmt sogar. Beim letzten Mal hatte der nämlich voll nicht den Flow drin und hat halt an jeder Stelle ist der irgendwie runtergefallen und sonst war das richtig lustig. Ja, und heute ist das Dennis Hartwig. Ich bin einfach mal froh, dass ich das bis jetzt noch nicht war. Ja, mal gucken, ob ich die Aufnahme nochmal verballer, dann bist du das wahrscheinlich. Ja, dann spiele ich die Map aber nicht nochmal. Ne, kann ich nachvollziehen.
hat er den perfekten Zeitpunkt abgewartet. Lässt sich auch gar nicht mehr von roten Kühen beirren. Die Kühe zeigen auch den Weg. Ah, okay. Ja, weil den weiß der auch nicht. Ja, so kann er nicht springen, dummerweise. Dann muss er den Doppelanlauf nehmen. Warum? Muss man ja, weil der so den Sprung... Ja, aber das ist vielleicht sogar echt eine ganz gute Idee im Endeffekt. Ich glaube, der drückt beim Sprung auch immer Shift. So, Hadi, jetzt verkackst du mal nicht, ne? Das wäre mal ganz... Kann sein, ey. Warum drückst du denn auch immer Shift bei den Sprüngen? Ich hab nicht Shift gedrückt. Alter. Oh, Mann. Die Sprünge davor sind so viel schwieriger, weil das ist ja eigentlich nur ein Konzentrationsproblem, oder? Das kann sein, ja. Oh, das kann sein, Dr. Freud, was denken Sie sich dabei? Das kann sein. Okay, komm. Schau mal für ein paar interessante Sachen. Ach, das war mega am Lenken. Oh, ich habe aber nicht minimiert. Miau. Ja, komm. Ich habe dem Gefühl, dieser Versuch wird's. Diesmal wird's keine Fehler geben. Adi, was hältst du eigentlich von Grid Autosport? Voll das mega geile Spiel. Ja, auf jeden Fall. Hat richtig Spaß gemacht. Das war zu früh. Naja, das war voll in Ordnung. Da war alles cool. Freust du dich schon auf The Forest, Bram, eigentlich? Ich bin gerade runtergeladen, während wir hier in der Adventure Map sind, weil ich habe noch Zeit. Ich habe gerade drüber nachgedacht, kurz die Folge aufzunehmen, wenn ich ganz ehrlich bin, während wir auf Hardy warten. Aber dann dachte ich mir so, Boah, das okay. Kann nicht wahr sein! Also ich will jetzt mal AFK kurz komplett The Forest aufnehmen. Ja. Alter, das gibt's doch nicht, ey. Meine Fresse. Doch, vielleicht solltest du mal Shift drücken. Ich habe immer Shift gedrückt, während ich die Sprünge mache. Boah, das ist echt der Wahnsinn gerade. Kann nicht sein. Wenn wir dann irgendwann oben am Turm angekommen sind. Ne, wobei, waren wir bis ganz oben? Ich weiß es gar nicht mehr. Ne, wir waren noch nicht bis ganz oben. Dann ist für uns auch Neuland. Ja, wobei. Ah, die schafft diesmal den Sprung nicht, glaube ich. Bringt ja offenbar auch nichts, wenn man das schon mal gespielt hat. Hui. Boah, Alter. Ganz ehrlich, ich gebe das jetzt auf. Oh, oh, oh. Jetzt habe ich die Schnauze voll davon. Mein Gott, das kann einfach nicht wahr sein. Oh, bist du Kackies? Leck mir am Sack, ist das lustig. Ja, genau, ja, die das nicht noch länger in die Länge ziehst. Ja. Oh, und dann. Oh. Lol. Oh. Hoppala. Da bin ich gerade runtergefallen. Da bist du nicht der Einzige. Kann ich eigentlich zweimal den gleichen Fehler machen? Wie dumm muss man sein, ey? Hopp. Hadi, machst du das gerade? Ja, voll. Hopp. Hopp. Richtig gut gerade. So, jetzt aber. So, wie lief der Hase hier denn jetzt? Wo muss ich denn nochmal hin? Ich glaube, hier hin. Da hab ich mich selbst genutzt. Das war nicht klug. Das muss ich genauso sagen, dass das nicht so klug war. Runtergeschlagen? Ich hab Hardy möglicherweise erwischt, ja. Ach so, sind wir keine Bros mehr, ja? Gut zu wissen. Ach, wir waren Bros? Ach so. Das ist schon ewig her, das war Bros für die eine Challenge, ja? Ach so. Ja, wir haben das nicht verlängert. Dann? Du wolltest das verlängern? Nee, jetzt kann ich mich am Arsch lecken. Du kommst doch so nicht mal aus dem Ding da raus, ey. Ich glaube, Hardy macht heute den Noob der Woche.